So, Freunde, ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge von Ach du Scheiße. Oh nein! Von SpongeBob, SpongeBob, Schlachtbücher, Bottom Rehydrated. Sie haben das Meme eingebaut. Sie haben das fucking Meme eingebaut. Ich werd verrückt. Ja, das letzte Mal haben wir angefangen mit dem Spiel. Roboter wüten in Bikini Bottom und noch sind wir die Schuldigen, weil wir ja uns das gewünscht haben, aber eigentlich war der Pimmel hier das. Tot. Ich habe Plankton getötet. Ja, und wir sind jetzt gerade noch in Bikini Bottom. Wir wollen hier noch ein bisschen letzten Scheiß erledigen. Gibt noch ein bisschen was zusammen hier. Erstmal starten wir Thaddäus einen Besuch ab, würde ich sagen. Gucken, was der zu sagen hat. Und glaub, erst ruinieren diese blöden Roboter heute Morgen ein vollkommen entspannendes Schlammbad und jetzt tauchst du auch noch auf. Ach, kann mein Tag noch schrecklicher werden. Es tut mir so leid, Thaddäus. Patrick und ich spielten gerade ein Spiel und da... Oh, ich muss mich korrigieren. Ich hätte wissen sollen, dass das ganze Roboterproblem mit euch zusammenhängt. Thaddäus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie kann ich alles wieder in Ordnung bringen? Warum ziehst du nicht in eine andere Stadt um? Das wäre mehr Hilfe als genug. Zieh in eine andere Stadt, ich lach mich kaputt. Aber mal im Ernst, spring einfach herum wie ein Idiot. Damit kannst du mir wenigstens ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Okay. Ich wusste gar nicht, dass Thaddäus eine Lampe hat. Eine Lampe? Ja. Ja, Thaddäus auch leider eine neue Stimme. Was deswegen schade ist, weil Thaddäus Originalstimme einfach legendär ist. Aber ich glaube, der ist gestorben, leider, der Synchronsprecher der Originale. Schade. Sehe ich etwa unsicher aus? Okay, so, wir können ja immer Sachen kaputt machen. Und ich glaube, wir können wir alle kaputt machen hier drin. Wenn ich mich nicht täusche, ne? Jetzt, zack, zack. Ah, der kaputt machen hier oben. Das Ding können wir auch kaputt machen. Zack. Okay. Hör endlich auf, herumzuspringen, ja? Wenn du diesen goldenen Pfannenwender bekommst, gehst du dann weg? Ach, Thaddäus, ich wusste, dass du mir helfen kannst. Du bist der Beste. Fass mich nicht an. Okay. Da! Das Bild ist wunderschön, so mit Thaddäus und Thaddäus. Da. Okay, wir haben gar nicht, doch wir haben alles zerstört, wa? Nee, der Stuhl fehlt noch. Eigentlich muss man wohl alles kaputt machen. Die bauen hier die ganzen Memes ein, das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Schlimm. Zack. Oh, das Bild. Ah, okay, wenn man alles kaputt macht, gibt es eine Socke. So war das. Okay, cool. Noch ein Pfund für Patrick. Ja. Gut, fertig. Hier kann man nichts mehr kaputt machen. Das war Thaddäus Haus. Spannend. Nicht mal Loading da unten übersetzt. So. Okay, wir können sogar theoretisch alles nochmal kaputt machen. Erstmal gehen wir aber in Patricks Haus da. Da gab es ja auch was. Ich glaube, das war komplett optional hier, wenn ich mich nicht täusche. Aber... Unter einem Fels wohnen, das ist das wahre Leben. Sicherlich. So, warte mal. Man kann das hier kaputt machen. Und dann... Ach, guck mal, bring auch eine Socke. Patrick sollte mal wieder waschen. Dabei hier... Nee! Die Säcke. Die haben es rausgemacht. Ungeheuerlich. Im Original gab es hier einen Plattenspieler oder halt so ein Grammophon. Wenn du das gekloppt hast, kam aber so ganz komische Melodie. So. Ich weiß nicht mehr, wie die geht, aber irgendwie so. Warum haben die das denn rausgemacht? Alter, ich finde das Original bisher besser. Naja. Oder verwechsel ich das gerade? Das war woanders. Nee, das war da. Da bin ich mir relativ sicher. So, dann holen wir uns nochmal eben die goldene Unterhose da oben, würde ich sagen. Und dann können wir auch aufbrechen. In die Quallenfelder. Mal ein bisschen kaputt machen hier. Ganze Objekte, können wir nie genug haben. So, jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, wie das hier genau funktioniert. Wir müssen auf jeden Fall... So, das macht nämlich... Genau, die schwebende Plattform. Aber auch zeitlich, ist sie zeitlich bedingt? I don't know.
Also müssen wir noch die Taste hier drücken. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, genau. Drück. Ja, auch. Direkt übernommen. So, kommen wir zurück, Plattform, I need you. Ah ja, stimmt, ne? Da oben ist ja die goldene... Denk ans Doppelspeichern. Danke, Templer. Ja, kann ich mal erzählen. Bei ihm ist nämlich sein Safe abgekackt. Sogar vier Unterhosen tragen. Was? Das ist so, goldener Pfannenwender. Ein neuer Schwamm. Ich schwebe in der Luft. Bei ihm ist nämlich der Safe-File einfach kaputt gegangen irgendwann, weil, weiß ich nicht, Spiel war doof scheinbar. Deswegen werde ich glaube ich auch lieber Doppel-Saves machen. Ja, noch bin ich eh am Anfang, von daher. Nicht so dramatico. Da! Ups. Ja, nochmal ein paar Balance Objekte mitnehmen. Wir werden sie gebrauchen können. Dann geht's los. Fallenfelder. Let's go! Das Taxi. Fallenfelder kenne ich noch ganz gut, glaube ich. Hoffe ich. Ah, die grünen Hügel der Quallenfelder. Wow. Ein Ort, um die pure Natur zu erleben. Und manchmal auch ein paar Stiche. Stiche. Na toll. Au! 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 Thaddäus, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, du Sprottenkopf. Sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung? Naja, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich meine größer als üblich, denn sie ist auch sonst schon ziemlich groß. Und du schwitzt und... Ach du meine Güte, du hast eine Glatze! Und das nächste Meme. Ich hatte schon immer eine Glatze, aber jetzt bin ich überall zerstochen. Nun, laut des Quallenfischer-Feldhandbuchs können heftige Quallenstiche effektiv behandelt werden, indem man eine dicke Schicht Gelee des Quallenkönigs auf die betroffenen Stellen schmiert. Quallenkönig! Tja, dann wirst du wohl zum Göffelberg aufbrechen und durch die gemeinen Tentakel des Quallenkönigs einen schrecklichen Tod sterben müssen. Haha! Ich bleibe hier und leide derweil an unerträglichen Schmerzen. Mach das! Keine Sorge, Thaddäus! Ich werde dir das Gelee des Quallenkönigs bringen, damit du dich überall damit einreiben kannst! Geil. Okay, da fällt mir doch gerade was ein, wo ich Thaddäus sehe. Habe ich eben ganz vergessen in der letzten Folge. Und au, hast du au schon das Gelee au des Quallenkönigs au gefunden? Au. Man muss nämlich Thaddäus mehrfach ansprechen. Und au, ich weiß nicht, ob das hier geht. Schon. Oder ob das ein bisschen die Mörder bleiben muss. Schon. Ich mach einfach mal, ne? Und au, hast du. Und au, hast. Ich glaube nicht. Ich glaube, das muss man in die Bikini Mörder machen. Ich glaube, ich habe es nicht schon verkackt, weil ich da das alles gesammelt habe. Und au, hast du au schon das Gelee au des Quallenkönigs au gefunden? Au. Bist du jetzt bereit? Ah ja, ready kids. Okay, los geht's. Bikini-Bottom-Bären. Und erster Roboter. Zack. Und Quallen können wir auch töten. Die können uns auch tatsächlich angreifen. Zu hübsch. Oh. Ich halt's nicht aus. Zu schön. Kann's nicht nehmen. So, die Kartons. Da steht was drauf. Fragile. I'm not that fragile. Ja, werde ich auf jeden Fall, was soll ich sagen? Kartons. Genau, das sind quasi Teleportpunkte. Da können wir, wenn wir das zweite Paket öffnen, was irgendwo woanders steht, können wir da rein. Und dann portet uns das zum anderen. Aber geht natürlich noch nicht weit, das andere ist noch nicht oben. So, was sagt der uns? Das ist eine Teleportkiste. Mhm. Wenn du beide Teleportkisten dagegen geöffnet hast, kannst du dich von einer zur anderen teleportieren, indem du reinspringst. Richtig. Wir lassen uns Zeit, ne? Nehmen alles mit hier. Heute können wir keine Quallen fangen. Ich muss nämlich Roboter fangen. Frisch wie eine Frühlingsbrise.
Sogar kontextsensitive Gespräche hier. Ich bin begeistert. Zu den einzelnen Gebieten. Ich weiß nicht, ob es das im Original gab. Ich glaube nicht. I don't remember. Hallo. Aua. Au. Alter. Qualle. Verpiss dich. Ja, ich bin mal gespannt auch mit dem Schwierigkeitsgrad des Spiels, wie sie den angepasst haben. Weil eigentlich ist das Spiel echt einfach. Ist jetzt nicht so wirklich herausfordernd. Außer dein letzter Endboss, der einfach so komplette Hölle ist. Den ich auch wirklich als Kind jahrelang nicht geschafft habe, den Boss, Endboss. Wirklich, es hat ewig gedauert, bis ich den endlich mal geschafft habe. Klar, ne, heutzutage ist er nicht mehr so unglaublich schwer, aber trotzdem nicht ohne. So, da unten können wir später hin. Ja, ein bisschen Backtracking, ne? Wobei, ich weiß gar nicht, gibt es Back? Doch, es gibt Backtracking, ne? Ja, doch, gibt es. Klar. Allein schon in den Qualenfällen gibt es ein Ding, was wir erst später machen können. Weil wir lernen auch ein paar neue Fähigkeiten. Eine Frühlingsbrise. So, 125. Oh, alle wieder weg, die ich hier gerade gesammelt habe. Scheiße. Ja, scheiße. Genau das haben sie wohl in der Reise gesagt. Oh Mann, wir fliegen einfach aus der Luft. Schnell, Ballast abwerfen. Oh. Tartar. Ne, hier, Eigengrütze. Ne, Tartar, okay. Oh. Ersoffen. Entschuldigung. Nee. Warte mal. Alter, nee. Ladescreen, wenn man stirbt. Was ist das denn? Das gab es im Original nicht. Und sagen, oh nein, ist man so wieder aufgesetzt worden. Ohne Verzögerung. Alter, was will ich denn die Kamera die ganze Zeit andersrum bewegen? Das ist ja schrecklich. Was ist denn falsch mit mir? So wie die Kamera jetzt ist, ist sie eigentlich richtig. Aber irgendwie ist mein Brain gerade nicht bereit dafür. Tony Hawk. Machen wir wieder alles kaputt. So, war da oben was? Nö. Genau meine Größe. An den Anfang hier. Die Socke da hinten können wir auch erst später holen. Weiß sogar, ups. Ui, Kreis. Weiß auch noch wann und wie. Boah, konnte man sich hier nicht irgendwie hochcheaten? War da nicht was? Also eigentlich konnte SpongeBob auch an den Kanten festhalten im Original. Genau so nämlich. So. Auch mal so ein Trick, ne? Mit Viereck kann man sich ein bisschen weiter dingsen. Tada! Dim, 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 dim. Diddle, dip. Woo! Da sieht man schon die Innenstadt. Oh Gott, ja. Manchmal, ich habe es irgendwie bis heute nicht so ganz verstanden. Aber manchmal. Manchmal ersäuft man direkt, manchmal nicht. Ist irgendwie sehr merkwürdig. So, wieder zurück. Boing. Man dreht sich jetzt, okay. Warum denn auch nicht? Cool Fisch. Mr. Puff. Ah. Ich sterbe. Nicht getroffen werden, bitte. Naja, gut, da hinten noch ein paar Tickies, aber pff, ne? Aber pff. Oh, 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 Glück gehabt. Boah, Alter. So, weg mit dir. Off. Hey, Gary, was geht ab? Naja. Au. Wow, ein Bungee-Sprung für einen goldenen Pfannenwender. Ich glaube, ich bin im Himmel. Ja. Yeah. Komische neue Animation. King Jellyfish, da lang. Okay. Aber erstmal Bungee Jump. Was ist ein Bungee-Sprung? SpongeBob kann hier einen Bungee-Sprung machen. Um von dem Bungee-Haken. Bungee-Haken einen Bungee-Sprung zu machen, musst du lediglich dorthin springen und berühren. Drücke die X-Taste, um nach unten zu sausen. Verlassen kannst du den Bungee-Haken, indem du Kreis drückst. Genau. So, jetzt einmal hier. Zack. Und mach SpongeBob immer noch das Oh. Immer noch das geile Geräusch. Mach das. Doch, quasi schon. Yay! Immer wieder. Man sieht seinen Arsch. Ist komisch aufgerissen, die Hose.
Ja, sexy. Patsch. Ah, schön, dass es das Geräusch wieder gibt. So, ich glaube auch. Der erste. Ne, oben auf dem Hügel. Kommt er noch? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, der kommt noch. Weil manchmal sind die auch nicht so 100% chronologisch aufgebaut. So, hier, beste Secret des Spiels. Doch nicht. Oh, was war das für ein Bug? Ich wollte die Kamera nicht drehen. Ich wollte den Überraschungsmoment. Egal. Ey, das ist jetzt lädt, wenn man stirbt. Das ist ja voll nervig. So, danke. Warum auch immer. Ich musste nur neu laden. Eigentlich gab es doch hier so eine. Nicht mehr scheinbar. Oder war das da hinten erst? Das kann auch sein. Dieser Herbel spielt nicht 100 Pro im Kopf immer. Nee. Weil da gab es so einen kleinen Vorsprung. Warum auch immer. Aber das fand ich immer lustig. Ah, das ist anders. Oh ja, jetzt kommt denn die neue Roboterart, ne? Da sieht man ihn schon. Schenkel öffnen ist klasse. Okay, Schenkel öffnen. Tot. Auch nicht herausfordernder. Es gibt auf jeden Fall noch später ein paar Roboter, die sind schon härter. Da muss man schon ein bisschen nachdenken. Hi. So, ah ja, warte mal, ich glaube. Okay. Kommen wir hier schon mal hin. Boah, nee. Schade, ich wollte abkürzen. Aber ja, genau. Hier nämlich. Bowling. Was soll das zu bedeuten? Schade. So, du musst jetzt Blasenbowling beherrschen, um dieses Spiel spielen zu können. Richtig. Eine Fähigkeit, die wir noch nicht haben. Mies. Das ist mies. Ah, ja. Nee. Absendlichen. Boah, in dem Spiel ist der Tod echt bestrafend, weil einfach Ladescreen. Kann man da nicht hin irgendwie mit einer Socke? Also für eine Socke? Mit einer Socke. Oh, die blauen Quallen, die sind härter. Glaube ich. Bin trotzdem gestorben. Holen wir uns einfach so. Cheetah! Ja, okay. Ich glaube, ich weiß noch, wo der Pfahnenwähn da ist. Oder zumindest einer. Oder vielleicht nur eine Socke. Es ist alles so verwirrend und lang her. Irgendwie ist der Dreiecksprung kürzer als sonst, oder? Eigentlich kann man damit höher springen. Das ist Schlamm. Goo. Sonst wird die können nicht schwimmen. Pass also auf, dass sie nicht in den Goo fallen. Wasser unter Wasser und so. Ja. Was? So großer Helm. Helm. Steht da halt drauf, ne? Wahrscheinlich irgendein Wortspiel auf Englisch, was ich nicht verstehe. So, einfach nur, weil es kann. Meine Nase ist wieder am Jucken permanent. So, dich krieg ich noch mit. 3000 war das erste, ne? Bei Mr. Krabbe. Gut. Dann gehen wir erst mal rüber, würde ich sagen. So, Nino. Ich glaube, wenn man X drückt, springt man ein bisschen... Ich hasse es. Springt man, glaube ich, ein bisschen höher. Hey, komm her. Falsch drückt wegen der Gelbe. Schön. Vier Pfannenwender, 6 Socken, 0 von 1 Gel um Quallenkönig. Gibt quasi in jeder Welt immer einen, ja, Collectible meistens. So,
So, hoffen wir mal, dass es diesmal klappt. Jo. Ja, man kennt ja eigentlich nur am Schatten, wo man landet. Woff. Zum Glück gibt's hier wieder Drop Shadow, ey. Über Crash. Woo! Ha! Patrick sollte mal wieder waschen. Ja, das ist das Ding vom Bungee Jump da. Mich früher immer Penis. So ein penisförmiger Stein da hinten. Mich früher immer verwirrt. Was ist das für ein Ding? Was das bedeuten? So, wir können uns teleportieren. Sehr schön. Machen wir aber nicht. Vorne wie immer. Zack, zack, zack. Nennt mich auch Schwamminator. So, schnell weggehen, weil explodiert. Alter, war das Geräusch laut. Und Funwender. Hahaha. So, Quallenhöhle. Genau, und hier wird's jetzt lustig. Ich freue mich. Gucken, ob die Person jetzt auch noch ihre Originalstimme hat. Oh, mehr Jungfrau Mann. Ich habe alle deine Comics, Spielzeuge und deinen Briefverkehr. Briefverkehr? Was? Ach ja, das ist dieser Schwarmjunge. Also, was sollte ich dir noch sagen? Nö, hat er nicht. Der hört sich an wie in dem Originalspiel halt, ne? Pff. Dass Patrick von Robotern umzingelt ist und meine Hilfe braucht. Nein. Ich glaube, es ging darum, dass meine Füße massiert werden sollten. Also, wenn eine Fußmassage bei dir hilft, Patrick zu retten, dann muss ich das wohl machen. Hilfe! Die machen, dass ich mich selbst haue! Die Fußmassage funktioniert wohl nicht. Ich sollte mir einen direkteren Ansatz überlegen. Meine Zehennägel schneiden? Patrick, ich komme! Max, ist mehr Jungfrau, man hier einfach komplett keine Daseinsberechtigung hat, so. Einfach nur hier um... Warum ist der hier? Ich stehe hier einfach rum und will... Liebe. Ich weiß es nicht. Das ist eine Rutsche, wenn SpongeBob oder Patrick oder Sandy... ja. Auf eine Rutsche springt, geht es in Abhang mit hydrodynamischer Geschwindigkeit hinunter. Jo. Mit geiler Mucke, pass auf. Schön auf der Zunge, ja. Wie in der einen Folge. So, jetzt muss ich gucken, weil es gibt hier, genau, hier gibt es nämlich einen alternativen Weg. Ich glaube, hier lauert eine Socke drin. Alter, die Lenksteuerung ist immer viel angenehmer als im Original. Man kann einfach viel steilere Kurven machen. So, und schnell da hoch. Ja. Viel Spaß. Das sollte ich irgendwann nochmal machen. Puh. Patrick sollte mal wieder waschen. War das ein Geräusch gerade? Gut, dass ich das hier direkt geschafft habe. So, beide Sachen auf jeden Fall geholt, die ich hier holen kann. Ups. 9 Socken. Okay, beide können wir sogar schon eintauschen. Aber das geht nur in Bikini Bottom, obwohl wir Patrick selber spielen. Ist auch geil, ne? Da macht er nichts. Du musst zu Patrick, um ihm zu helfen, aber er ist unerreichbar. Vielleicht erzeugen diese Schalter einen Weg. Sie werden von den Robotern schwer bewacht. Du musst dich durchkämpfen. Danke, danke. Hinweis. So. Bei der Musik kriege ich wieder Flashbacks auch, zu der eigentlich letzten Welt quasi. Oder vorletzten Welt. So, Schein in den Rücken. Geräte kaputt machen. Leute töten. Ich hab 2 auf einmal erwischt. Cool. Gar nicht gemäht. Großer Schinken. Den hab ich verstanden. Hab's kapiert. Mal am Meer hab's kapiert oder so. Aber irgendwie. Ein paar von euren Ansprüchen habe ich bis heute nicht verstanden, was sie mir sagen wollen. Was sagt er? Könnt ihr auf Englisch haben? Auf Englisch sagen. Great Ham oder so? Great Ham. Got that. Keine Ahnung. Ich mag das Spiel auf Englisch, aber das ist SpongeBob. Da muss man einfach auf Deutsch spielen, weil. Kindheit. Jo. Und der letzte Scheider. Das nenne ich mal Hit Protection. Die Kamera. Normalerweise wäre ich, glaube ich, voll getroffen worden, aber wegen der Cutscene wurde ich nicht getroffen. Sehr nett. Ich glaube, ich muss das Originalspiel nochmal auspacken, um zu gucken, ob da eine invertierte Kamera war. Jo, moin. Ein Glück bist du in Sicherheit, Patrick. Ja, natürlich, SpongeBob. Warum sollte ich es nicht sein? Naja, die Roboter und die... Ach ja, das hier habe ich für dich gefunden. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber es sieht wichtig aus. Danke, Patrick. Ich sag dir was, diese Herumrennerei hat mich total erschöpft.
Warum machst du nicht ein bisschen weiter? Okay. Okay. Jo, ich bin wieder Patrick. Oh, Junge, Junge, Junge! Der hat auf jeden Fall ein bisschen weniger Fähigkeiten. Das kann er immer noch. Arschbomben. Hey, meinem Rücken geht es viel besser. Hey, Morgan hat er einfach seinen fetten Wanz rumgeworfen. Den 3x-Dings hier kann er nicht. Ja, sonst eigentlich das Gleiche. Gut, aber ich würde sagen, ich beende an der Stelle die Folge. Wer guckt. Wir sehen uns nächstes Mal wieder hier bei SpongeBob, Schwammkorb, Schlacht und Bikini Bottom, Rehydrated. Ich werde aber den deutschen Titel sagen, ist mir egal. Und ja, dann gucken wir mal mit Patrick hier weiter in den Qualenwäldern, ne? Also bis dahin. Ciao.